Sonnele, moin und herzlich willkommen hier zu einer neuen, chilligen, ruhigen, entspannenden Folge Sunkenland hier in Staffel 2. Freut mich, bist du mit dabei, ne? So, ich habe noch fix hier einen hingebaut, einen Pflanzkübel mit einer Zitrone drin. Wir haben wieder zwei Würmer, woher auch immer. Du hörst die Musik. Ich glaube, wir werden angegriffen. Je nachdem, wohin ich laufe, sind die da oben im Haus. Und jetzt siehst du auch schön das Problem. Ja, guck, die hauen da in unserem Haus rum und du kriegst nichts mit. Wir müssen das alles schön zusammen machen. Und warum auch immer kommen die hier rein, ja? Geh weg. Geh weg. Ich habe keine Ausdauer mehr. Du sollst weggehen. Geh weg. Geh weg. Hallo, lass das. Ich blute, jetzt sind wir eh tot. Lalalalalala, weil wir haben keinen Verband. Das ist doof. Komm, wir nehmen nur einen mit. Oder auch nicht. Jetzt müssen wir gucken, dass wir schnell sind. Das ist halt, ne? Ja, deswegen will ich hier oben die Holzhütte gleich wieder wegmachen. Und nach Möglichkeit, was heißt nach Möglichkeit, dann wieder einfach unten hinsetzen. Hier kann man sich auch nicht gut verteidigen, wie man sieht. So, Dankeschön. Habt ihr wenigstens was dabei? Was zu trinken, das ist ja schon mal was. Die anderen liegen hier hinten rum. Oh Mann, ey. Weil das ist Erdbeeren, das ist nicht gut, ne? Es ist nicht gut, wenn wir das so verteilen und noch keine Mauer haben. Dann machen die immer irgendwas kaputt, was du nicht siehst, wo du keine Ahnung von hast. So, da liegen wir. Okay. Lieg auf meiner Insel rum. So Fallobst. Angelköder. Ja, dann essen wir direkt die Erdbeere. So. Sehr schön. Immerhin. Sie haben uns Angelköder gebracht. Da haben wir zwei Angelköder. Aha. So. Also hier kommen sie auch einfach hoch, wie man sieht. Türe muss rein. Nehmen wir das Holz mal mit. Ah, wir sind voll, okay. Voll normal sind wir hier. 1, 2, 3, 4. Buschsamen gehen auch nicht. Warum? Rein da. Sehr gut. Holzplanke, her damit. Jetzt bräuchten wir aber noch einen Buschsamen, meine Lieben, der hier angepflanzt wird. Er ist angepflanzt, alles klar. Also rein da. Schlafen können wir noch nicht. Wir müssen gleich schlafen. Dann müssen wir was trinken. Zu trinken haben wir hier. Wir setzen uns gleich noch unten eine Kiste hin. Und dann tun wir mal die beiden Würmer hier verangeln. Ich hoffe, diesmal kriegen wir mehr raus. Wenn ich ein bisschen schlauer bin, ne? Und dann sehen wir mal zu, dass wir heute hier ganz nach hinten, hier so, zur anderen Starterinsel fahren mit unserem Tretbötchen. Denn da können wir ja schön sammeln. Sammeln, 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 noch mehr sammeln, ne? Weil da ja alles da ist und wir das ohne Probleme einsammeln können. Ihr könnt dann später weg. Hier mache ich nichts mehr dran, aber ja, nix. Du kannst dann auch mit. So. Kann ich hier noch irgendwas stapeln? Die kann dahin. Kohle haben wir auch, wie man sieht. Mal doppelt und dreifach. Das kann da rein. Die Teile können da rein. Sonst noch irgendwas? Das Papier will ich behalten. Papier, Taschentücher. Ich bin auch schon eine Pfeife. So, die können wir behalten. Was wir mal gucken könnten, wir haben jetzt 9 Taschentücher. Können wir uns schon einen Rucksack bauen? Das wäre ganz cool. Dann fehlen 3. Wir brauchen noch 3, okay. Schade. Hätte ja klappen können. Wer weiß. So, Holz haben wir ein bisschen was. Da können wir eigentlich die 7 hier mitnehmen. Was wir aber machen könnten. Nö, machen wir nicht. Immer noch nicht schlafen. Puh. So. Ich war gerade am überlegen, ob wir noch einen Pflanzkübel bauen, dass es noch schneller geht. Aber ich hätte gerne erstmal den Rucksack, dass wir wenigstens ein klein bisschen mehr schleppen können. Ne? Der erste Kommentar heute kommt vom Andreas. Der schreibt, guten Morgen zur Frage mit den 100-Tage-Videos. Also ich persönlich mag sie, aber bei der Kürze der Tage in Sunkenland müsste es ja schon eher ein 1000-Tage-Video werden. Liebe Grüße, Andreas. Da gebe ich dir recht. Man kann ja dann auch noch 200-Tage-Videos draus machen. Ne? Wer weiß, mal gucken. Weil guck mal, wir sind jetzt an Tag 8. Ich weiß gar nicht, an welchem Tag wir in unserem anderen Spiel waren. Spielstand, muss ich mal gucken. 100 Tage würden schon gehen, ne? Würden schon gehen. Das Problem bei diesen Videos ist halt immer nur, die beanspruchen sehr viel Zeit. Und du musst halt erstmal diese 100 Tage spielen, ne? Das heißt, da bräuchtest du bestimmt 1-2 Wochen, bis du das zusammen hast. Und dann müsste ich mich noch hinsetzen, das nachvertonen, halt die Geschichte dazu erzählen und, ne?
Aber wäre durchaus mal eine Sache, die man ausprobieren könnte. Da müsste man nur gucken, mit welchem Spiel. Und dann, ja, muss ich halt Zeit finden, ne, wann ich das mache. So, jetzt schlafe ich hier. Dankeschön. Sehr gut, wir trinken direkt. Das haben wir. Hol die Angel raus. Wir müssen schnell angeln. Oder steht hier wieder irgendwo eine Zitrone? Nein, ne? Ich sehe auf die Schnelle keine. Schade. Gehen wir angeln. Wir müssen Essen haben. Sonst haben wir ein Problem. Aber wenigstens waren die alle da hinten an der Holzhütte und nicht hier vorne und haben unsere Sachen kaputt gemacht. Weil die stehen ja auch total ungeschützt da, ne? Das ist dann immer ein bisschen blöd. Der Yogi hat zwei Kommentare geschrieben. Die müssen wir jetzt gleich vorlesen, wenn wir unseren Fisch brutzeln. Weil ich muss den unteren zuerst vorlesen. Wie entkommen? Ich war ja wohl da drin. Und dann müssen wir halt warten, bis er hier gebrutzelt ist, ne? Toll, haben wir wieder nur einen Fisch. Ich könnte... Wieso? Ich war doch ganz klar da drin. Oh, wenigstens ein Wahoo hier. Bitteschön, brutzel. Wir brauchen Essen. Und zwar schnell. Ich hoffe, die zwei reichen. Ich tue mal lieber noch einen dritten rein. Gucken wir mal gerade, ob wir hier irgendwo doch noch Zitronen finden. Genau deswegen habe ich da die erste Zitrone schon mal angebaut. Damit wir wenigstens ein klitzekleines bisschen zu essen haben. Zu trinken auch. Schön Vitamin C, kein Skorbut, ne? Man kennt es. Denn Skorbut tut gar nicht gut. So. Jupp, 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 jupp. Sehr gut. Oh, und für alle Liebhaber der Apocalypse Now Mod von 7 Days to Die, ja, die wurde erstmal verschoben auf Januar, Februar, Anfang nächstes Jahr. Die gute Killer Bunny hat wohl viel, viel, viel zu tun. Warum liegt hier Holz rum? Siehst du mal, lohnt sich immer, seine Insel abzugrasen. Da liegt da einfach Holz rum. Tschüss. Okay. Sonst irgendwas hier? Nein. Ich habe mich auch die ganze Zeit gefragt, bei dem Tor, was man bauen kann, kann ich das auf und zu machen oder ist das immer auf? Wenn das immer auf ist, ist das blöd. Dann können sie einfach reinlaufen. Das bringt ja gar nichts dann. Das ist ja Blödsinn. So, lieber Fisch, bist du fertig? Wir sind halb tot. Natürlich. Was auch sonst. Keine Ausdauer mehr. Oh Gott, ey. Danke, Fisch. Zack. Essen. Sehr gut. So, jetzt müssen wir hier nämlich schon mal eine Kiste hinstellen. Bauen. Kisten sind hier, aber bitte eine Metalltruhe. Stelle ich jetzt mal so auf die Ecke hier. Fertig. Da könnt ihr jetzt zum Beispiel dann, ne, hier Wasser rein und so. Der Metallschrott, den tue ich auch mal da rein. Genauso wie den Stoff. Den brauchen wir jetzt nicht hier. Jetzt lesen wir gerade die Kommentare vom lieben Yogi. Der schreibt nämlich Folgendes, und zwar, okay, Ede, wieder eine coole Folge, aber ich bin schon gespannt, was das auf der wie das auf der Insel weitergeht. Ich finde, das ist der letzte Ort, an dem ich bauen würde. Und die Konsolen, die immer aufzählst, habe ich alle noch. Ja, wenn man mal drei Kids hat und die bei Laune halten muss, dann liegt das, wenn sie älter werden, bleibt das alte zu Hause liegen. Okay, ich denke, du meinst, die bleiben dann zu Hause rumliegen, wenn sie älter werden, ne? Aber die Nintendo-Konsole ist auch heute noch in Betrieb. Ist halt unvergänglich. Und ein zweiter Kommentar. Und ganz ehrlich, ich finde die Autovervollständigung von den heutigen Geräten scheiße. Du gibst dir Mühe, alles richtig zu schreiben und dann schickt man den Kommentar ab und dann stell ich fest, das ist einfach nicht das, was ich eingegeben habe und nicht mehr so, wie ich es geschrieben habe. Deswegen tue ich die Autovervollständigung immer ausschalten, lieber Yogi, ja. Und kontrolliere alles nochmal doppelt und dreifach nach. Mir geht's genauso, ja. Mir geht's genauso. Ständig nimmt andere Buchstaben und was weiß ich. Es ist echt ein Graus. Es ist echt ein Graus. So. Zu den Kindern kann ich nichts sagen. Ich habe keine. Ne? Und ja. Konsolen sind so überhaupt nicht meins. Vor allem Nintendo. Mag ich überhaupt nicht. Aber ich glaube, da bin ich ziemlich alleine mit. So, dann düsen wir mal Richtung andere Starterinsel. Und sehen uns da sofort wieder. So.
So, da sind wir. Insel der Schiffbrüchigen. Die kennen wir ja noch gut, ne? Das erste, was wir hier machen: Erdbeeren sammeln. Hol die Axt raus, sammel Holz, Erdbeeren. Wir müssen was essen, bevor wir gleich wieder Toto sind. Ist natürlich für den Start geeignet. Hier viel, viel besser, aber. Ich bin hier extra da hinten auf die Insel gegangen, um mich auf meiner Komfortzone zu bringen hier, ne? So, schon wieder. Was haben wir da? Eine Fackel, die ist mir egal, die habe ich noch nie benutzt. Gummiente haben wir auch. 5 Köder. Essen, trinken, essen. Sehr gut. Kräutermedizin und ein Verband können wir hier hinpacken. Passt auch. So. Bitte geben Sie mir Holz. Da ist noch mehr. So. Ach, ich vergesse die ganze Zeit, dass du jetzt gedrückt halten kannst. Das ist so gut. So, und wenn jetzt jemand unsere Basis angreift, dann haben wir ein Problem, ne? Dann haben wir ein Problem. Können wir eigentlich die Pilze auch anbauen? Wäre mal interessant zu wissen. Wir roden jetzt die ganze Insel hier. Wir haben ja eh Tag 9. Gleich ist dann Tag 10. Dann können wir mal gucken, was da alles respawnt. Dann müsste ja eigentlich auch 10% von unserer Insel respawnen und wieder da sein. Wäre zumindest ganz gut. So, den kaputt. Ah, wir haben keine Ausdauer mehr. Okay. Das ist nicht gut. Ausdauer. Ausdauer. Macht mich sehr viel schlauer. Na, da liegt noch was rum. Wie viel haben wir? Ja, 20, 40. Das ist in Ordnung. Erdbeeren. Pilze. Dann haben wir erstmal ein bisschen was zu essen. Muscheln. Die ich immer, aber wirklich immer vergesse, ne? Jedes Mal. Jedes Mal lasse ich die überall liegen. Es ist echt schlimm. Nee, nee, nee. So. Das ist wirklich so mein Kryptonit. Ich übersehe das immer. Wie viele Bäume hier auf einmal sind, ne? Das ist der Hammer. Warum sind hier so viele Bäume? So, komm raus da. Ah, ah, was heißt raus da? Kaputt machen. Einsammeln. So, was haben wir da? Der steht da drin. Lol. Warum das? Warum das? So, das haben wir noch. Wie viel haben wir denn jetzt überhaupt? Darf ich das mitnehmen? Jo, da nochmal. Sehr gut. So, so, so. 20, 40, 60, 80, 96. Komm, wir nehmen die noch mit. Wir können nie genug Holz haben. Umso größer ist unser Vorrat. Ist zwar jetzt ein bisschen, naja, monoton, aber muss sein. Her mit dem Zeug. So, das hier noch, wie viel haben wir noch? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 20, 20 Setzlinge. Uff, ich glaube, es ist cleverer, wenn wir sie doch nicht alle nehmen und lieber drumherum noch ein bisschen sammeln. Weil von den anderen Sachen brauchen wir auch noch jede Menge. Und wir haben ja nicht so viel Platz, ne? Das können wir jetzt erstmal alles in die Kiste packen. Und dann gehen wir schon mal unten das Auto holen und so. Truhe. Rein da, rein da, rein da, rein da, rein da. Aber 7 Würmer. Das ist gut. Das ist gut. Die 3 Marlins können wir gleich noch mitnehmen. So, gehen wir mal hier ins Haus. Da ist ja auch was. Guckt, eine Waschmaschine und so. Da ist ja auch noch Holz. Endlich mal eine Cargohose. Haha. Wir haben Hosen. Wir sind nicht mehr nackt. Juhu. So, da ist sie. Da. Sehr gut. Endlich haben wir mal was an hier. Endlich haben wir mal was an. Das gefällt mir. Da hinten liegt noch was. Das können wir einsammeln. Hallo Fischi. Zip. Also heute wieder eine Loot-Tour Deluxe. Kann man sagen. So viel Eisen. Aber das werden wir auch brauchen, wenn wir da wirklich eine Mauer um unser Home Sweet Home drumherum bauen wollen. Algen können wir mitnehmen. Das wäre zum Beispiel auch geil, liebe Entwickler. Wenn ich die Algen bei mir vor der Insel irgendwo unter Wasser einpflanzen könnte. Und ich mir da so eine Algenzucht mache. Das wäre richtig geil. So. Da noch. Dann haben wir hier noch das Auto. Da müssen wir mal gucken, wie viel Platz wir noch haben. I don't know. Da hinten ist wieder eine Mauer und so. Oh, wir haben noch jede Menge Platz. Wir haben noch jede Menge Platz. AMD schreibt, wie du auf der grünen Insel ab Minute 12 circa an sicher 10 Büschen vorbeigerannt bist, die auch alle jeweils 4 Holz gegeben hätten.
Ja, aber die haben auf uns geschossen. Ich musste aufpassen. Die schießen auf uns. Die sind unfair und fies. So, wir können uns ja nicht wehren. Das ist voll unfair. Deswegen so Angst und so. Hilfe! Und schon wieder Holz. Sehr gut. So. Zack, da wir jetzt genug Stoff hier haben, können wir aus dem Stoff schon mal ein Seil machen. Bing. So, das müsste sogar schon fast reichen, ne? Das reicht sogar. Ha! Können wir uns einen Beutel machen hier. Leute. Zack! Perfekt! So schnell geht das. So schnell geht das. Deswegen ist das hier wohl das Startgebiet, ne? Da machst du in 5 Minuten mehr Progress, als wir in 3 Folgen da drüben auf unserer Insel, wo nichts ist. Aber das ist ja der Sinn dahinter, ne? Ich will's ja so haben. Hast du einen Schrank? Den nehmen wir auch mal mit. Da noch was? Nein. So, da ist noch ein Haus. Da sind auch wieder Marlins. Die können wir auch mitnehmen. Wohlgemerkt Marlin, nicht Marvin, ne? Zack. Sehr schön. Wow, nix drin. Willst du mich veräppeln? Was soll denn das? So, hier noch. Können wir mal die Taschen so richtig voll machen. Aha. Da unten ist noch was, glaube ich. Hier ist jetzt soweit alles weg, ne? Gib mir mal den Speer. Da müssen wir dann auch den guten bauen. So, einmal getroffen. Zweimal getroffen. Hallo! Jetzt alle zweimal getroffen? Ich glaube ja. Muss ich die öfters treffen? Dankeschön. Noch lebt er. Wir holen mal gerade Luft. Aber die bleiben schön ruhig stehen. Die kann man gut einsammeln hier. Dankeschön. Normalerweise würdest du das Riesenvieh niemals im Leben so einsammeln können. Die sind so groß, diese Fische. Oh nein, 14.22 Uhr. Oh oh. Wir müssten noch langsam mal zurück, ne? Wir müssen ja noch zurück. Da ist noch ein Auto. Luft. Aber wir haben gerade so viel Platz. Ich will wirklich alles voll machen. Damit wir dann in Ruhe zu Hause schon mal wieder ein bisschen weiterbauen können. So. Das haben wir. Da unten ist noch ein Auto. Luft. Schnell holen. Wir könnten es vielleicht schaffen, diese Insel hier wenigstens auf 100% zu looten. Da unten noch was? Nein, da sind nochmal Algen. Da ist noch ein Auto drauf auf der Autobahn. Unter dem Meer. Sky schreibt Minute 12:19, da waren Erdbeeren. Echt? Habe ich wieder übersehen? Hufi-Moment wieder, ne? So sieht's aus. So, Luft. Jawohl. Hier nochmal. Ja, damit. Haben wir hier überhaupt Prozente bei der Insel? Haben wir. 47%. Okay, dann kriegen wir sie doch nicht ganz gerodet. Ich glaube, die Bäume zählen mit, oder? Kann das sein? So, was da unten noch? Trash-Container hier. Zip. Dann zeige ich mal. Oh, ein Armschutz, nice. Wow, langsam sehen wir richtig professionell aus hier. Krass. Immer in die Richtung. Die schwimmen alle weg, natürlich. Was auch sonst. Wenn wir hier sind, dann nehmen wir schon mal ein paar mit, ne? Dann nehmen wir die drei auch noch mit. Wir können das Essen gebrauchen. So. La, 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 la. Und ich hoffe, dass bald endlich mal die 06er-Version von Mist kommt. Ich habe so einen Bock drauf.
Aber den Beta-Branch, den will ich nicht spielen. Ich warte auf die, auf den Full-Release dann. Beziehungsweise auf den Stable-Build. Dankeschön. Luft! Summ, summ! Warst du es? Nein, du warst es, ne? Schwimm doch nicht weg. Bleib hier. Der will mich ärgern, ne? So, haben wir sie. Marlin haut auch ganz schön. Sehr gut. Was haben wir denn jetzt? Jetzt haben wir hier 10, 12 Mal Fleisch. Okay. Und wir können das zu Hause in die Kiste packen. Das ist gut. Das machen wir dann mal. So, weil wir haben ja hier auch noch ein bisschen Platz, ne? Das kann alles hier rein. So. Zur Not haben wir da noch was zu essen. Eine Cola haben wir auch noch zu trinken. Da. Boot fahren. Gehen wir mal hier rüber. Wo ich weiß, wo noch Kisten und so weiter sind. Und dann sind wir schon mal auf dem Weg nach Hause. Gehen wir hier noch gerade was holen. Vielleicht liegt da ja auch wieder der Safe rum. Ich habe nämlich keine Ahnung mehr, wo die sind. So. Nicht da reinfahren. Lieber gegenfahren. Nicht reinfahren, sondern gegenfahren. Das ist besser. So. Sehr schön. Noch ist ja hell. Gleich wird es wieder dunkel. Kawabunga! Wo geht's lang? Da gehe ich nicht rein. Das ist mir zu tief jetzt. Hier können wir gucken. Hier waren auch irgendwo Muscheln, ne? Die können wir da noch einsammeln. So. Das ist Schwefel. Nein, das ist ein Rohr. Da gehe ich jetzt auch nicht rein. Hier sind Muscheln. Nichts. Ah, toll. Echt toll. So, weiter runter scrollen zu den nächsten Kommentaren. Da ist der Kampfwolf, der schreibt, das Ausbauen solltest du dir eine Weile aufsparen. Leg dir erstmal einen guten Vorrat an. Anstatt von Holzkisten solltest du Metallfässer zum Lager nutzen. Sei froh, dass du wenigstens ein Tretboot hast und nicht alles schwimmen musst. Ja, es nervt trotzdem. Und wir haben ja ein paar Holzvorräte. Wir haben ja ein paar Holzvorräte jetzt. So. Wie du siehst, und jetzt haben wir jede Menge Eisen. Damit können wir ja auch bauen. Das ist ja sowieso besser, wie wir festgestellt haben. Hält ein bisschen länger. Ach, so ein toller Angelkasten hier. Zip. Jawohl. Ja, damit. Hier noch irgendwas? Müll. Müll findet man überall. So, mit dem Metall können wir nämlich jetzt schon schön was bauen. Haben wir noch irgendwo was? Da ist noch ein Müllhaufen, da ist noch ein Auto. Das können wir mitnehmen und dann fahren wir nach Hause. Dann reicht's. Es wird nämlich, wie gesagt, dunkel. Wir müssen schlafen. Ich habe keine Lust, im Stockerfinstern da hinzufahren. Hat sich auf jeden Fall gelohnt, der Raubzug hier. Ich bin mal wieder am Ertrinken, weil ich nicht aufpasse. Siehste, jetzt dämmert es auch noch. Und jetzt fängt es an zu dämmern, so rum. Uiuiui. Zack, zack, rein da. So. La, 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 la. Ach, immer schön. Immer wieder schön. Wenn ich jetzt auf einmal 10 Nachrichten kriege, wegen Handyversicherung. Braucht kein Mensch. So, zumindest ich nicht. Kannst du mal erörtern. Da hinten ist unsere Insel. Eder Island. Yeah. Auf geht's. Schippern wir. Eine Seefahrt, die ist lustig. Eine Seefahrt, die ist schöner. Wie war das, ne? So. Chaotenbraut schreibt. Hallo Ede und Edenauten. Ede erobert mit einem Holzstab die Insel. Grinst. Die Angel ist nicht mein Fall. Ich nutze lieber die Reuse zum Fischfang. Wieder eine tolle Folge. PS, wenn ich das richtig mitbekommen habe, ist der Intervall der Angriffe alle 3 Tage. Aber keine Garantie. Ich glaube 4. Weil wir hatten jetzt an Tag 8 wieder einen Angriff. Und an Tag 4 schon mal. Natürlich sportlich, muss man sagen, ne? Alle 4 Tage Angriff. Aber wir können das ja mal festhalten. Dann müsste der nächste Angriff jetzt an Tag 12 sein. Schauen wir mal, ob die Fuzzis dann wirklich kommen. Oder ob sie sagen, keine Lust, ich komme früher oder ich komme später. Werden wir dann sehen. Eine Reuse können wir auch noch bauen. Hast du vollkommen recht. Das ist eine gute Idee. Müssen wir noch. So, können wir gleich machen, wenn es hell ist. Jetzt müssen wir erstmal irgendwie nach Hause kommen.
Ja, hier an der Ölbohrinsel vorbei. Hier pfeifen. Lasst mich bloß in Ruhe. Ist die neu? Die kommt mir so unbekannt vor. Kann das sein? Hinten die Insel ist auf jeden Fall neu, das weiß ich. Dann auf der ganz anderen Seite da hinten irgendwo gibt es noch eine neue Insel. Aber die hier, die sagt mir gerade gar nichts. Ah doch, wir sind hier an die Seite rangefahren und dann hier hoch, ne? Genau. Die ist nicht neu. Vergiss es. Ich erzähl Quark. So, ja, ich weiß. 18.28 Uhr, es wird dunkel. Du bist müde, du hast keine Ausdauer, du willst nach Hause. Hunger, Durst, Pipi kalt. Wir kennen es. Heul nicht rum. Hier wird ums Überleben gekämpft. Boing, boing, boing. So, der Frank schreibt, ach Ede, du hast Nerven, ich wäre schon längst durchgedreht auf der Insel, fahr doch mal zur Starterinsel, da hast Holz, Erdbeeren und kannst tauchen, ich hau mich immer weg, hast das eine, fehlt das andere. Mach weiter, macht Freude deine Videos zu sehen, dafür sind sie da. Dafür sind sie da, lieber Frank, ne? Damit ihr euch kaputt lacht. So, und Spaß habt. So. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Auf geht's, auf geht's. Endlich sind wir zu Hause. Du da, du da. Ist aber auch riesengroß, die Insel. Jetzt bin ich mal gespannt, ob dann gleich, wenn Tag 10 ist, wenn wir geschlafen haben, ob dann wirklich was nachspawnt hier auf der Insel. Wenn wir sagen, alle 10 Tage 10% respawn. So, wobei 10% von 0 ist 0, ne? Wenn man es so genau nimmt. Warum ist hier immer dieses Schimmern, ey? Von wegen so, oh, ich kann nicht mehr, ich armer Kerl. Ab nach Hause ins Bett. Obwohl, wir haben 19 Uhr, da können wir noch gar nicht ins Bett. Die kann ich sammeln, die kann ich wegmachen. Ah, das Doofe ist, jetzt habe ich wieder Samen im Inventar, ne? Und Pflanz hier direkt, ne? Oder? Liegt noch was? Ne, 2 Zitronen habe ich. Okay, dann lassen wir das erstmal so. Irgendwas rausgeflogen? Nein. Auf geht's nach oben. Da haben wir wenigstens ein klein bisschen Licht. Wenn es dann gleich hell ist, dann können wir mal was essen, trinken. Und anfangen, unsere Küche da ein bisschen auszubauen. So, ihr seid auch groß. Jo. Habe ich da auch eine Zitrone eingepflanzt? Tatsache. Ich sehe halt nichts, ne? Ich sehe nichts, weil es so dunkel ist. Baumwolle haben wir ein bisschen. Guck mal, am Anfang Baumwolle, wir brauchen Taschentücher. Und jetzt Taschentücher ohne Ende. Weißt du, was mir gerade einfällt? Aha. Das können wir gleich, ne? Wenn das so weitergeht. So, jetzt haben wir 7, aber ich glaube, wir haben noch welche unten in der Kiste. Ich will schlafen. Hallo. Und was wird da eingepflanzt? Gib mir mal die hier, die zwei. Rein, rein. Raus. Und dann kannst du mir die hier schon geben. Da müsste man dann auch eine Kiste hin. Eigentlich könnten wir direkt mal tauschen hier. Das kann da rein, das kann da rein. Dann hätte ich nämlich gerne die beiden noch mit. So, den will ich nicht mit. Was soll ich damit? Das Glas bräuchten wir gleich auch. Die kann da rein. Das kommt hier hin. Warte. Die können noch da rein. Ja, ich weiß, du hast Hunger. Nerv nicht. So, guten Morgen. Du bist hungrig. Finde etwas zu essen. Machen wir gleich. Ganz ruhig. Wir haben jetzt die Samen dabei. So, dann machen wir hier. Siehst du, ich habe nämlich Zitronen gesammelt, gepflanzt, ne? Oder sind das Dingensbumskirchens hier? App. So. Wir trinken. Wir schmeißen was zu essen drauf. Oder auch nicht. Nämlich hier hinten drin. Gib mal her. Ah, da sind noch die Erdbeeren. Die können wir gerade essen. Kriegen wir auch ein paar. So, 9 Samen. Die können wir dann auch einpflanzen. Die können wir gleich verangeln. Jetzt würde ich gerne. Das nervt mich, dass wir hier keine vernünftige Treppe drauf machen können, ey. Das ist so ätzend. Ich will hier eine gute Treppe hinmachen, aber kannst du es auch einfach offen lassen. Dann.
wenn wir so auf die Ecke hier eine Truhe stellen, bauen, so, hier war es, so eine Metalltruhe. Stellen wir die hier so hin. So, da kommt dann schon mal das Holz rein. So. Ich bräuchte hier vorne bitte irgendwie sowas hier. Haben wir nicht. Wo war Dingens? Ach, wir können auch gar kein Glas bauen, ne? Glas können wir noch nicht bauen, oder? Sieht nicht so aus. Kann ich die denn in der Metallwand halb hoch bauen? Ich hätte gerne eine halb hohe Metallwand. Das wäre geil. Aber nö, gibt's nicht. Dann machen wir jetzt einfach mal Metallsäulen. Dann probieren wir jetzt mal was aus. Pass auf, dann kommt jetzt hier eine Metallsäule hin. Da kommt einer hin. Da kommt einer hin. Hier soll das so bleiben. So, und jetzt nehmen wir einfach die Rüstungsplatten da, die wir hatten. Wo waren die nochmal? Kleine Bank. Hier war das, glaube ich, irgendwo, ne? Metallrüstungsplatte, die hier, ne? Vielleicht kann man auch so eine Barrikade da reinbauen, aber die braucht dann wieder. Sieht nämlich ein bisschen klein aus. So. Die brauchen ja nicht so viel. So. Dann tun wir uns halt selbst behelfen, indem wir das Ganze so zumachen. Sieht auch in Ordnung aus. Jetzt müssen wir nur gucken von der anderen Seite, ob wir das hinkriegen. Ja, schlecht als recht, aber irgendwie kriegen wir das schon hin. Halt die ganze Zeit durch die Gegend eiern hier. Ja. Hallo, nicht untergehen bitte. Ist das kacke, ey. Ist das kacke. Aber das ist ja alles hier so Apokalypse, ne? Und dafür, dass es Apokalypse ist, ist es schon relativ gerade, finde ich. Das kann man so lassen. So. Du bist fertig. Nächste Dorf. Hier soll ja nur Essen rein. Guck, da sind nochmal Stofftücher. Her damit. Da ist Trinken. Hier sind Zitronen. Der ist gebraten. Nach hinten könnten wir das, glaube ich, nochmal ein bisschen größer machen. Oder? Jo. Darf nur nicht im Weg stehen. Könnte man das hier zu machen. Und hier machen wir dann nochmal so einen kleinen Steg hin, wo wir ein bisschen, a little bit angeln können. So. Oh, kein Holz mehr. Bitteschön. Wie viel haben wir noch? 7. Da ist auch kein Wasser mehr drin. Der hat nur noch 2. Da müssen wir gleich auch was machen. Das sieht doch schon relativ, ne? Gefällt mir. Summer Feeling. So sieht's aus. Wen haben wir noch an Kommentaren? Den Dive Master, der schreibt: Moin Ede und alle Edenauten. Ede versucht so schnell wie möglich Spikes um die Fundamente. Hält die Horden sehr gut ab. Bau dir doch eine Fischreuse, da musst nicht angeln gehen. Machen wir gleich. Machen wir gleich. So, beziehungsweise ich glaube, die Fischreuse machen wir jetzt mal als allererstes. Die machen wir als allererstes jetzt mal. So, wo war die denn nochmal hier? Markierungsflagge könnten wir auch bauen. Ich glaube, die war bei uns hier, ne? Irgendwo. Fischreuse? Umzugskiste? Ich sehe keine Fischreuse. Nein, hier ist keine Fischreuse. Nirgendwo. Habe ich die noch nicht erfunden? Oder war die hier irgendwo? Den Forschungstisch, den brauchen wir bald auch. So, Holzregale, Metallregale lassen wir mal. Holzbarrikaden, die halten die Leute ab, wurde gesagt gerade. Das können wir dann gleich auch nochmal probieren, aber die brauchen wieder Holz. Bin ich doof? Ich sehe keine Fischreuse. Bin mal wieder doof, ne? Auf jeden Fall. So. Nein. Angel, Spitzhacke, Reparatur, Umzugskiste, Wassereimer, Beutel. Nein. 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 Also. Müssen wir erstmal gucken. So, Dosenfutter kann auch hier rein, da unten. Andere brauchen wir vielleicht später.
Da müsste die Wand auch nochmal hin. Hier Metallrüstungsplatte. So, den. Und den. Jetzt brauchen wir wieder die Pfosten, weil ohne die geht ja sowieso nichts. Kannst ja kein Dach draufsetzen. Deswegen kommen die jetzt mal direkt hier hin überall. So, sehr gut. Also das wird dann so unsere Küchengegend hier. Dann machen wir hier noch ein paar Spikes dran gleich. Jetzt gucken wir erstmal wegen dem Schiff. So. Ah, ein bisschen Holz brauchen wir noch. Ein bisschen Holz, das hatten wir, glaube ich, oben hingelegt, ne? Dann sind wir nämlich dieses, sorry für den Ausdruck, beschissene Tretboot los. Das ist so gar nicht meins. Ich krieg da die Krise. Ja, Holzverschwendung, aber das gönne ich mir jetzt. Das gönne ich mir jetzt. So. Da geht das schon mal schneller und wir müssen immer selber strampeln. Hat doch was, oder? Finde ich zumindest. Ja, Volker schreibt, Glück auf, Edel, du Holzdieb. Und Edel Norton, mal wieder eine super Folge. Du schaffst das schon, mal nicht zu sterben. Danke für deine Mühe und Zeit. Na gut, diese Folge sind wir gestorben, weil uns die Fuzzis angegriffen haben, ne? Dup, 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 dup. So, dann könnte man das hinten auch noch machen. Alter, ist hier viel Holz drin. Das muss noch nach oben. Hier ist Essen. Essen, Trinken. Das kann auch noch mit. Wieso liegt da Holz rum? Stimmt, wir wollten auf unserer Insel gucken, ob da was respawned ist, ne? Eieiei. Bist du fertig? Jo, dann wurzel mal direkt. Kann da rein. Jetzt haben wir langsam einen kleinen Vorrat. Das gefällt mir. Da ist was zu trinken. Die Pilze können hier rein. So, die Fischlis können hier rein. Tauschen wir nur. Passt. Dich muss ich gleich voll machen. Das ist jetzt nicht so wild. Machen wir hier auch mal ein bisschen weiter. Hier muss noch auf jeden Fall ein Fundament hin. So, das wollte ich so lassen. Und dann können wir hier noch ganz viele Pflanztöpfe hinmachen. Erstmal wieder Metallsäulen. So, 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 so. Können wir ja später noch erweitern, wenn wir wollen. Sehr gut. Jetzt noch ein paar. Hier. Ach, ist das schön. So langsam wird die Butze. So langsam wird die Butze. Und dann können wir auch unser Häuschen verlegen nach hier hinten. Hier nochmal, bitte, so. Und dann kann man hier so reingehen. Sehr gut, gefällt mir. Sieht gut aus. Krumm und schief, aber genauso soll es sein. Es ist ja, wie gesagt, alles zusammengekleistert, ne? Glas haben wir leider keins, oder, ne? Können wir im Moment leider nicht bauen. Dann nehmen wir mal das Holz daraus und die Samen. Die kommen dann da hinten rein. Wir können eigentlich mal alles leer machen hier. So. Samen bräuchten auch noch eine Kiste. Dafür bräuchten wir eine zweite, würde ich sagen. Könnten wir mal hinten rausholen, ne? Hier oben. Gucken. Da müsste noch ein bisschen Metall sein. Was ist denn hier auf unserer Insel respawned? Nichts, wie man sieht. Die Gummiente ist despawned. Das ist ja schon mal was. So, hier ist natürlich kein Metall drin. Aber Samen ohne Ende, die können wir auf Seite tun. So, das andere Zeug, das kann erstmal bleiben. Dann müssen wir gucken, wo wir uns so eine schöne Lagerwand hinbauen. Das müssen wir mal gucken. Vielleicht könnten wir das ja symmetrisch machen. Wenn es schon krumm und schief ist, machen wir das hier so symmetrisch. Da machen wir die Kochnische. Dann haben wir hier jetzt den Gang. Wo wir nach da hinten laufen zum Schiff, ja. Und dann machen wir jetzt auf der Seite hier nochmal zwei. Es sind ja insgesamt zwei, ne. Dann machen wir uns hier so eine kleine Wohnecke hin. Mit unserem Bett, mit einer Lampe und dann hier so an die Wand. Die machen wir komplett zu. Da kommen dann halt die ganzen Kisten hin. Das könnten wir machen. Das ist eine gute Idee. Das ist eine sehr, sehr gute Idee. So, wo tun wir jetzt erstmal die ganzen... ne? Das will ich schon ordentlich lassen. Ich will das jetzt nicht wieder durcheinander haben. Ich glaube, es ist besser, wenn wir das wieder oben reinstopfen. Dass alles da drin ist. Und nach, wie gesagt, holen wir das dann runter. Und die Butze hier wird dann einfach abgerissen.
später. So, sortieren wir. Bitteschön. Rainer, 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 Rainer. Rein, 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 rein. Rein. Kein Platz mehr. Behalten wir. Ja, dann können wir jetzt noch 7-mal angeln. Auch wenn es nicht toll ist, aber wir brauchen ja auch noch den Forschungstisch. Den brauchen wir auch noch. Hier kommst du einfach so hoch, das ist gut. Aber die hier, die halten auf, da kommst du nicht durch, ne? Nein. Sehr gut. So. Angeln wir und lesen den Kommentar vom lieben Dirk. Der schreibt, ich weiß ja echt nicht, warum ihr auf dieser neuen Insel baut. Ist zwar viel Platz, aber kaum Ressourcen. Das ist doch die erste 1000-mal besser. Weil auch im Wasser immer Loot, Krabben, Holz, Erdbeeren und so weiter. Ich habe meinen alten Spielstand beibehalten und keine Props. Ja, ist ja auch vollkommen in Ordnung, Dirk. Ne? Kampfwolf antwortet hier, so ist das, wenn man sich das Leben selber schwer machen will. Richtig. Das war mit voller Absicht so gewählt, weil die erste Anfangsinsel, die kennen wir schon. Ja? Dann brauche ich keine zweite Staffel anfangen, wenn ich wieder genau dasselbe mache auf der ersten Insel. Ja? Ich wollte halt mal einen anderen Start haben und es schwerer haben. Deswegen diese Insel gewählt, einfach um neue Sachen zu zeigen. Ja? Natürlich ist es auf der anderen Insel viel, viel leichter, gebe ich euch recht, ja. Aber hier eine neue Herausforderung. Das war die Idee dahinter. So, mein lieber Wurm, beschere uns einen fetten Fisch. Komm schon. Dankeschön, Tarpun. Oh, sehr gut, sehr gut. Wir haben noch 3 Stück. Und 3 haben wir gefangen. Also Essen haben wir jetzt langsam erstmal. Weil genau das, so wie es jetzt hier die ersten Folgen waren, ne, finde ich mega geil. Das macht mir super viel Spaß. Wie gesagt, sich aus dem Nichts hier was aufzubauen. Sehr gut. Der nächste bitte. Einer noch, das ist, glaube ich, unser letzter jetzt, ne? Und wir sind ein bisschen besser mit der Angel. Siehst du mal. Jeden Wurm zum Fisch gemacht. Ne, noch einen. Okay, dann her damit. So. Sehr gut. Biao, biao, biao. Juhu, komm schon, der letzte Fisch. Fisch, Fisch, komm, Fisch, ein Fisch. Der gute Gollum jetzt sagen, ne? Reiner, 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 reiner. Alles essen, alles trinken. Passt. Wunderbar. Wir waren hinten alles plündern. Wir haben ein neues Schiff. Wir haben hier ausgebaut. Wir haben da ausgebaut. Die Sachen wachsen. Wir haben einen Angriff abgewehrt, auch wenn wir gekillt wurden einmal, ne? Haben mittlerweile sogar schon einen kleinen Sack und 2 Klamotten. Sehen aus wie Hein Mück hier. Und ich hoffe, es hat dir gefallen. Wenn ja, lass einen Daumen hoch da. Ich sag wie immer, danke für deine Zeit.